So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Das ist Pupsi, die fährt gerade Jonas über den Zebrastreifen. Hier habt ihr Wanderwege. Ne, da habt ihr Wanderwege. Das ist bereit für den großen Auftritt. Das ist der englische Garten. Wir gehen jetzt in den englischen Garten, denn heute ist Samstag. Ostersamstag, wenn es sowas überhaupt gibt. Gibt's nicht? Gut, dann können wir wieder gehen. Tschüss. Nein, heute ist Samstag. Gestern war Freitag. Gestern waren wir beim Muttertier grillen. Es hat geregnet. Heute regnet es nicht, deswegen grillen wir heute nicht. Deswegen machen wir heute Krypto Mewtwo Raids. Da ich aber nur die freien Pässe nutze, heißt das, ich mache einfach zwei Raids. Die nehme ich auf mit Video. Sonntag werde ich meine zwei freien Pässe auch nutzen. Wo läufst du hin? Na, da runter. Frauen. So. Nee, blöde Bubis, die mich immer auf die falsche Pferde locken. Das kann auch sein. Wir wollen heute also Krypto Mewtwo Raid machen. Wir machen das und dann das daneben und dann sind wir durch und das war's. Also ihr werdet wahrscheinlich richtig hart abgehen am Wochenende und 10 Millionen Krypto Mewtwo Raids machen. Mit dem Main habe ich damals das auch. Der Habanero hat zwei freie Pässe, weil das der Season Bonus ist. Diese zwei freien Pässe mache ich heute für Krypto Mewtwo. Werde ich Sonntag für Krypto Mewtwo machen. Wir sind am Start. Wir haben eigentlich 3 bis 5 Accounts, könnte man sagen. Mal gucken, ob man jemanden trifft, ob irgendwo jemand ist oder ob jemand von euch mitmacht. Aber das seht ihr gleich beim Krypto Mewtwo Raid. So, der Park, der englische Garten, ist auch bekannt für seine Enten, weil hier sind ja auch überall Brunnen, hier ist überall Wasser. Der Park ist von einem Fluss umrundet. Wir wollen uns mal langsam einer nähern. Die schnattert schon, seht ihr die? Guck, da war die Ente. Also wir wollten ihn nicht erschrecken, aber das Problem ist, das Bild ist immer so klein und dann sehe ich die nicht. Und ich dachte, damit ihr die seht, müssen wir schnell ran. Aber wenn ich langsam hinlaufe, ist sie schon wieder weg. Also sind wir schnell hingelaufen. Da sind noch ganz viele, da hinten sind ganz viele und hinter mir ist der Mewtwo Raid. Was heißt denn? Oh, jetzt drehen sie durch. Hier will ich kommen. So, um euch die Arenen nochmal näher zu zeigen, das ist die Ludwig-Bechstein-Fountain. Die kennt ihr vielleicht aus Videos, wo Winter war. Jetzt ist Frühling, da verändert sich einiges. Zum Beispiel wächst drumherum hier dieses komische gelbe Zeug. Und hier hat jemand irgendwie eine Kette dran gehangen und so ein Armband und irgendwie was anderes. Das sieht auf jeden Fall schön geschmückt osterlich aus. Ja, könnt ihr euch mitnehmen, wenn ihr braucht. Ansonsten, das ist Ludwig Bechstein Fountain, das ist die Arena. Da spritzt das Wasser runter, links, rechts, oben, unten. Hier habt ihr den Frosch, da kommt alles zusammen. Und da steht Ludwig Bechstein drauf. Also, wer am Geburtstag da war, der wird das gesehen haben. Da sind wir da bestimmt dran vorbeigelaufen. Sonst spielen wir hier ja immer den Community Day. Wo in letzter Zeit gehen wir immer in den, auf den Markt. Hier stehen schon zwei Handys. Da sieht man, das ist nicht amerikanisiert. Das schon, deswegen flaggert das und das nicht. Das ist die Bildschirmaufnahme, das ist der zweite. Jetzt denkt man, ich stehe hier und pingel, oder? Verrückte Welt. Dabei, warte ich. Jetzt ist es um 10. Wo ist Daddy? Ah, jetzt bin ich wieder von der Arena weg. Also ist es um 10, könntest gerne rein. So, es ist um 10, wir können in die Arena. Wir haben den Angriff der Killerenten überlebt. Gehen jetzt hier drauf, vor Ort, mit einem Vor-Ort-Raid-Pass. Man kannst da nicht einladen. Du kannst nicht mit dem Fern-Raid-Pass dahin. Du musst vor Ort sein. Das soll die Spieler zusammenschweißen, dass ihr an den Arenen Spieler trefft. In Meiningen triffst du dann nur Gänse und Enten an den Arenen, aber das ist egal. Wir gehen mal kurz auf den Community-Tab. Da möchte ich euch nämlich noch was zeigen. Da habe ich auch fürs Wochenende die Infografik gepostet, also die Konda-Liste. Und zwar hier Community. Da gab es erstmal wieder einen Promocode, den jeder einlösen kann. Da kriegt ihr 10 erlöste Edelsteine, die beim Kampf gegen Mewtwo natürlich sehr nützlich sind. Wenn der in Raserei gerät, könnt ihr den wieder bändigen. Und hier ist halt so eine Konda-Liste. Das Ding ist ja Psycho, das heißt, ihr nehmt am besten Geist oder Käfer oder wie ich immer Unlicht. Singen. Macht Despoda-Armee oder Mega-Despoda oder Trigefalo oder
irgendwas anderes. Ich habe eigentlich immer eine Despoter-Armee am Start. Ich sage auch immer, macht euch eine Machomai-Armee, macht euch eine Despoter-Armee. Die zwei Dinger sind so nützlich, so oft einsetzbar. So, lasse ich das jetzt so, wie es ist, mache ich noch was anderes. Ich gehe mal hier auf Despoter, WP sortiert, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt habe ich 6 Stück, die alle BK heißen, weil die Biss Knirscher haben. Was aber nicht ganz stimmt, denn Knirscher habe ich irgendwann in Wirbler umgewandelt. Das heißt, die haben jetzt alle Biss und Wirbler. Das allererste, was oben stand, das habe ich sogar zur Mega-Entwicklung gemacht. Das könnte also ein Mega-Despoter werden. Das ist das Beste, das ist das Höchste, was ich habe. Das hat aber das Gesteins-Moveset mit Katapult-Steinkante. Deswegen konnte ich erst ab dem zweiten die Despoter wählen. Wir sind jetzt 10 Mann. 7 Leute haben bereit gedrückt. Wir gehen drauf, den ersten Kampf. Lobby-Zeugs zeige ich euch alles so komplett. Wenn wir bei dem anderen sind, melde ich mich dann zurück im Kampfbildschirm, beziehungsweise wenn wir es dann fangen wollen, um zu gucken, wie gut oder schlecht es ist. Also ich werde euch jetzt nicht zweimal eine komplette 2-Minuten-Lobby hier zeigen. Wir hauen drauf, das sieht gut aus. Danke schon mal an jeden, der hier unterstützt, der da dabei ist. Ich möchte jetzt nicht alle vorlesen. Ich möchte nicht, dass es da wieder Gelaber oder Ärger gibt. Ich bin einfach nur froh. Jetzt ist das Ding rasend. Wir können mal hier drauf drücken auf so einen Edelstein. Wir haben bei beiden mal einen eingesetzt. Jetzt kann man hier wieder einen nehmen. Der ist schon wieder, er ist schon gebändigt. Also man kann ja, glaube ich, bis zu 8. Also jeder kann 5 einsetzen, aber insgesamt braucht es 8 Edelsteine, damit es vom Rasenden zum gebändigten Zustand zurückgeht. Ich habe jetzt hier einen genutzt und hier einen. Wenn aber alle anderen Leute auch einen draufgeworfen haben und wir 10 Leute sind, dann passt das. Pupsi hat bestimmt keinen gemacht, muss er aber auch nicht. Das machen dann die Männer, die Frauen, die können ihre Edelsteine dann um die Halskette tragen oder so. Das wäre auch eine Option. Das Ding ist auch als Shiny verfügbar. Vielleicht haben wir ja Glück und haben bei den 4 Raids heute 2, morgen 2 ein Shiny dabei. Ich drücke mich hier kurz durch. Hier ist kein Shiny, aber 22, 85 und hier habe ich 22, 42, 23, 42. Das ist auf jeden Fall eine Wucht. Gucken wir mal hier rein. 22, 48, da habe ich ja fast 100 weniger als sie, aber ist schon okay. Wir nehmen einfach eine goldene, wir curven, wir werfen dann drauf. So, nee, der ist drunter gegangen. Wir werfen wieder oben. Moment, Moment. Der wehrt ab. Ich werde auch abgelenkt. Das ist jetzt nicht so einfach. Da muss man alles gleichzeitig machen. Was schiebt der sich denn hier rum? So, jetzt haben wir einfach fabelhaft. Da können wir hier drüben den auch noch nehmen und hier gleichzeitig werfen, weil wir müssen ja eh da hoch. Ach nee, ist schon drin beim ersten. Ja, das Problem war, da kamen jetzt einfach hier 2 Leute, ne? Das sieht man nicht. Denk mal wieder, ich laber wieder Mist. Da kamen 2 Leute und sind direkt hier in den Fountain, haben die sich da reingestellt, so fast. Haben sich hier das Zeug angeguckt. Das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. In der Nähe sind Showcases. Das ist sehr cool. Ich habe sogar das größte und schwerste momentan. Wir bewerten es mal kurz. Es hat einen Stern, das heißt, Pupsi, ihr ist bestimmt besser. Wir gehen mal zu Pupsi. Wir können ja dann mal sagen, wie ihr es war und können unser zweites abholen. Bis gleich am Johannes-Brahms-Denkmal, genau. Oh, wir haben jetzt gefangen. Pupsi hat nur noch 2 goldene Himbeeren gehabt. Ich habe jetzt mal einen Ball geworfen. Dann war es drin und seht ihr das? Es ist ein dreisterniges mit 14 13 und 10, also das ist das Beste in der ganzen Runde. Das hier ist die Johannes Brahms. Das ist das Johannes Brahms Denkmal. Da ist natürlich auch wieder Brunnen am Start. Wir laufen mal hier rüber. Das seht ihr jetzt aus Jonas Sicht, wie der hier rüber läuft. Hier ist ein Brunnen. Da ist Wasser. Das geht hier runter. Das ist auf der anderen Seite auch. Ihr könnt da im Sommer immer chillen, könnt euch hinsetzen. Könnt ihr Vitamalz trinken oder so. Ja, und jetzt warten wir eigentlich nur auf den zweiten Raid. Und dann mal gucken, was das Beste von den 4 ist von heute und morgen. Aber das werdet ihr nie erfahren.
Achso, ich habe vergessen. In der Mitte, da muss man auch mal nah hin und den von nahen auch mal zeigen. Vielleicht kennt ihr den ja schon. Da steht auf jeden Fall Johannes Brahms. So, zweite Runde durch. Pupsi hat 22,97. Wir gucken hier auch mal schnell. Und vor allem ist der Pogo for Future vielleicht wieder am Start. Da würde ich den nämlich jetzt direkt adden. Oh, sogar noch mehr. Jetzt müssen wir mal runter. Pogo for Future und Tri-Bike Driver. Tri-Bike Driver, bitte zur Kasse kommen. 22,81 auf dem Samyang. Was haben wir hier? 23,32. Na, immerhin 1 über 23. Das müssen wir jetzt auch noch fangen. Mewtwo ist auch so ein Pokémon, das kannst du eigentlich auch recht gut fangen, sag ich mal dazu. Ob ihr das so seht, das müsst ihr dann für euch entscheiden. Aber wenn der Kreis einmal eingestellt ist, weiß man ja immer, wenn er diesen hier macht, kann man werfen. Weil ich so viele Bälle habe und mir so siegesicher bin, stelle ich den halt nicht in Ruhe ein, sondern werf so lange blöd drauf, bis es irgendwann mal einfach fabelhaft trifft. Und ab dem Zeitpunkt verstelle ich den Kreis nicht mehr, wende Geduld an und werf nur noch, wenn er seinen Undertaker-Move macht. Vielleicht hätte ich mich nicht so blöd direkt vor die Kamera stellen sollen. Jetzt denke ich immer so, ich kick die Kamera weg. Und deswegen ist der Ball auch nicht so weit geflogen. Wir gehen mal ein Stück zurück. Hängen gebückt da. Und jetzt können wir drauf curven mit Sicherheitsabstand zur Kamera, dass wir die nicht runterwerfen. So. Haben noch 13 Bälle, haben genügend Bären, das dürfte passen. Immer curven, wenn er diesen macht, schießt ihr los, dann ist er mit seinem Angriff fertig und kann nicht direkt wieder angreifen. Er muss euren Ball schlucken. Das sieht perfekt aus. So muss man das immer machen. So muss einfach fabelhaft geworfen werden und er kommt wieder raus. Ich weiß, hat ja auch eine Diva als Mutter. Tri-Bike Driver, ich sag's euch nochmal. Was wollt ihr denn? Ja, der Jonas hat so lange, wie der Raid noch nicht auf war, erstmal die ganzen Brunnen hier abgecheckt und seine Patsche-Händchen in den Brunnen gehangen und dann war plötzlich da so ein grüner Schleimklumpen, der da runtergehangen hat. Also leichtestes und kleinstes. Perfekt. Bewerten wir es mal. 2 Sterne, aber 15, 6, 15. Die Aufteilung sieht richtig genial aus. Und wenn ich kein besseres krieg, wäre das sogar eins, was ich mal auf Level 40 ziehen würde. Aber da habe ich jetzt so viele Projekte, weil ich muss ja noch das Groudon, das Krypto-Groudon und das normale Groudon, was ich zur Protomorphose gemacht habe, und das Krypto-Kyogre und dann den Krypto-Mewtwo. Also das muss alles mal auf 40 und ich mache ja nur einen Raid pro Tag, also 2 momentan. Da geht das halt nicht so schnell. Was ich euch noch mal kurz ans Herz legen kann, der Tipp, wenn ihr Frustration verlernen wollt, nehmt eine Lade-TM. So. Und gebt dann ein Add Frustration, denn dann zeigt es euch alle Pokémon an, die die Attacke Frustration haben. Da müsst ihr nicht bei jedem einzelnen Pokémon suchen, ihr müsst euch keine Hashtags machen oder sonst was. Und jetzt wähle ich einfach die 2 letzten Mewtwos aus, weil die Frustration haben. Und mach bei denen Frustration weg, dass das erstmal fort ist. Und so mache ich es immer. Erst auf die TM, dann Add Frustration, weil Add zeigt Attacken an. Und dann siehst du alle Pokémon, die du auf der Hand hast, die noch Frustration haben. Den da oben, den könnten die anderen ja vielleicht noch machen. Ich kann den nicht machen. Und dann war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.